Düsseldorf im NRW-Forum Kultur und Wirtschaft findet eine ungewöhnliche Ausstellung statt. 100 Monitore insgesamt erwarten den Besucher. Video heißt die Ausstellung, die letzte Woche von den Vernissage-Besuchern regelrecht gestürmt wurde. Die 100 einflussreichsten Kunstvideos, Musik- und Werbeclips der letzten 25 Jahre hat man hier zusammengetragen. Darunter auch Videoclips des Holländers Anton Corbijn. Der Starfotograf kam zu Ausstellungsbeginn extra vom Shooting aus Mailand vorbeigejettet. Natürlich laufen jede Menge Videoclips im Fernsehen, aber meistens schlechte. Deshalb finde ich es sehr gut, dass hier die besten seit Erfindung des Videoclips zusammengestellt wurden, die man sich auch mehrmals hintereinander anschauen kann, anstatt wie sonst durch die Kanäle zu zappen, wo man doch nur Bruchstücke mitbekommt. Die meisten Besucher kennen die Clips, eben Popkultur, Alltagskunst. Mit einem Grund, weshalb auf den 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche keine Museumsstille herrscht. Im Gegenteil, sehen und gesehen werden. Reporter kreuzen hier die Mikrofone, Kameras geben sich Küsschen, alles in allem eher ein Treiben wie auf einem Boulevard mit traumhaften Ruhezonen. Hier kann man sich regelrecht fallen lassen und sich dem Reiz der Videoclips hingeben, die hier in diesen Lustlauben sozusagen laufen. Video, die spannend entspannende Ausstellung im NRW-Forum Kultur und Wirtschaft in Düsseldorf noch bis Mitte April. Auf Deutschland-Tournee der Schweizer Lukas Nigli und seine Band Big Zoom. Von einigen Kritikern euphorisch gefeiert für seinen Jazz, der über weite Strecken an Filmmusik erinnert. Das finde ich natürlich schon toll, wenn jede Zuhörer, Zuhörerin seinen eigenen Film sieht. Und Lukas Nigli gibt den Takt an, mit Perkussionsinstrumenten, die er schon in seiner Kindheit in Kamerun lernte. Vielleicht kann man sagen, dass ich meine ersten, frühesten Jahre in Afrika gelebt habe, jetzt in der Schweiz, hier in Europa rumspiele, mit einer amerikanischen Musizierweise, also Jazz ist sehr beeinflusst von dort. Und das ist eben eine besondere Energie. Energetische Trips mit Lukas Nigli und Band. Nächster Auftritt am 4. Februar im Stadtgarten Köln. Herzlichen Glückwunsch nach Essen. Am 1. Februar spielt das Theater Freudenhaus zum 400. Mal Freunde der italienischen Oper. Essen 1969. Der erste Mensch landet auf dem Mond, aber das kennt Familie Koblek allenfalls aus dem Fernsehen. Als plötzlich ein echter Außerirdischer vor der Tür steht. Heinz, komm mal, ich glaube, da ist ein Ausländer. Der italienische Gastarbeiter Rodolfo Sampini. Er will zur Untermiete einziehen, singt sogar ein Begrüßungsständchen. Da muss Malocher Heinz Koblek ein italienisches Machtwort sprechen. Lecco mio! Doch Rodolfo steht schon bald wieder auf der Matte, als Schwiegersohn in spe. Buonasera, Donna Claire. Hört sich gut an, was? Spätestens, wenn er so ein Bella davor setzt. Da geht er nämlich an der Wäsche. Heinz! In der Hauptrolle Giampiero Piria. Ich habe allein schon den Dialekt von meiner Mutter abgeguckt. Ansonsten sind meine Eltern die sogenannte erste Generation der Gastarbeiter und die haben dann mindestens so ähnliche Geschichten selbst am eigenen Leib erlebt. Und sind dennoch geblieben, wie Rodolfo. Der kriegt sein Zimmer und unterwandert fortan die Familie Koblek mit mediterraner Lebensart, vor allem mit seiner Leidenschaft für die italienische Oper. Die Familie blüht auf, Vater Heinz muss kapitulieren. Ich bin in der Arsch in mein Ei getaucht. Ne? Ich wollte gerade deswegen in die Vergangenheit gehen, um zu zeigen, das war auch mal schwierig. Es hat sich geändert. Die italienische Lebensart und Kultur ist mittlerweile selbstverständlich geworden. So. Freunde der italienischen Oper im Theater Freudenhaus in Essen.